Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragon. So, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ihr seht natürlich, Johann ist wieder zurück, hat neue Beute für uns. Da checkt man natürlich gleich die Lage. Unser Ohnezahn ist auch am Start. Ein paar Drachen waren hier auch auf der Reise. Da werden wir natürlich auch gleich mal die Lage checken. Aber wie gesagt, erstmal sind die Drachen dran, die ihr Material gesammelt haben. Die schicken wir erstmal alle neu los. Sammeln natürlich das ein, was wir einsammeln können. Und werden dann anschließend gucken, was wir hier im Laufe des Let's Play noch so machen können. Da bin ich natürlich selbst gespannt wie ein Flitzebogen. Von daher würde ich sagen, legen wir hier erstmal los, unsere Drachen neu loszuschicken. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Also würde ich auf jeden Fall vorschlagen, denke ich, ist das Sinnvollste, was wir machen können. Von daher können die erstmal losflattern, weiterhin Materialien sammeln und dann gucken wir auch erstmal ressourcentechnisch. Sieht es natürlich nicht so gut aus bei uns. Da müssen wir natürlich wirklich erstmal wieder ein bisschen was sammeln, wenn wir hier was reißen wollen. Von daher müssen wir da einfach mal sagen, jo, ist halt so, wie es ist. So wäre es noch im Training. Da haben wir natürlich drei Drachen im Training. Hier trainieren wir unseren Zahnmeister. Der braucht noch 26 Minuten, 27 Sekunden, bis er zurück ist. Also dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lange. Von daher passt es, von daher läuft es. Dann pimpe ich hier meinen maskierten süßen Tod. Der ist, wie ihr seht, auf Level Nummer 75 in 10 Stunden 28 Minuten. Hat aber Level Nummer 76 erreicht. Von daher können wir da auf jeden Fall uns zufrieden schätzen. Und unser Kältegronkel, den pimpen wir natürlich auch weiter. Der braucht noch 2 Stunden 41 Minuten, bis er auf Level Nummer 55 ist. So, hier seht ihr, unser Muffel ist on Tour. Der braucht noch 7 Stunden, 5 Minuten, bis er zurück ist von der Reise. Da bin ich natürlich auch gespannt, was hat der für uns. Unser grüner Tod ist ohne On-Tour für 2 Stunden 58 Minuten und dann seht ihr mit Sicherheit auch, dass der Immerflügler nur 6 Stunden 58 Minuten braucht, also 4 Stunden länger. So, dann haben wir das erledigt. Da habt ihr erstmal einen Überblick. Ihr wisst, wer in der Akademie im Training ist, wann sie zurück sind, auf was für ein Level die gepimpt werden. Außerdem habe ich euch den grünen Tod, den Immerflügler, gezeigt. Da seht ihr natürlich auch, dass die auch noch eine Weile brauchen, bis sie wieder Material mit nach Hause schleppen. Von daher müssen wir da warten, können jetzt leider nicht einen Drache pimpen, aber von euch würde ich gerne mal wissen wollen, welchen würdet ihr jetzt als allererste zum Titandrachen pimpen, von denen, die ich dir oder euch jetzt zeige. Entweder den Gratflügler wäre Nummer 1, der zweite wäre dann natürlich hier unser Skrill, soll ich den als erste zum Titan machen. Dann haben wir hier den Windstürmer, das wäre der dritte im Bunde, für den wir uns entscheiden könnten. Der vierte wäre unser Windfang, dann haben wir noch einen fünften. Der fünfte wäre nämlich hier unser brutaler Knochenräuber. Den könnte man natürlich auch zuerst zum Titan pimpen. Wer soll als Titan hier pimpt werden als allererstes von denen, die ich euch jetzt zeige? Würde ich gerne mal wissen wollen. Vielleicht auch den Zahnmeister. Also was sagt ihr? Das wäre dann der sechste im Bunde. So, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Ich glaube, mehr dürften wir eigentlich ja nicht haben, oder? Nö, mehr haben wir nicht. Also zwischen denen könnt ihr euch mal entscheiden. Was sagt ihr, wen soll ich da nehmen? Entweder den Zahnmeister, dann wie ihr sagt hier, wo sind wir? Ich bin jetzt ein bisschen... Dann wie ihr sagt, den Windfang. Oder eben den Windstürmer, den Skrill, den Gratflügler oder den brutalen Knochenräuber. Wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer soll zum Titandrache gepimpt werden. Das wäre natürlich eine noble Sache, wenn er mir da weiterhilft. So, was haben wir dann? Hier seht ihr, ein Drache ist, zwei Drachen sind schon zurück. Die waren auf der Reise. Da checken wir natürlich gleich mal die Lage ab und gucken, was so jedes Drachenei. Ah, bitter. Das hätte ich natürlich gerne gehabt. Wäre auf jeden Fall cool gewesen, aber ist egal, können wir nicht ändern. So, Rotzbacke hat schon mal einen riesenhaften Albtraum gezähmt. Der war allerdings nicht so riesig wie dieser. Tor sei Dank, bekommt niemand sein Gejammer mit. Hörner oder Hals? Ich würde sagen, wir gehen auf die Hörner und gucken einfach, was da geht. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich nochmal ran, checken hier auch nochmal die Lage. Was geht hier? Was kriegen wir hier? Oh, bitter. Naja, gut, okay. Schicken wir gleich nochmal auf die Reise. So, wie ihr seht, Wikinger Tagebuch 46. Fleischklops und ich flogen zu einem jungen Gratflügler, der hinter den anderen zurückblieb. Schlechte Idee, er begann sofort uns zu jagen. Fleischklops und ich schossen abwärts und versteckten uns bei einer drinnen draußen. Drin oder draußen? Drin ist natürlich sinnvoller.
Aber draußen natürlich auch, naja, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein und checken da die Lage. Und dann würde ich sagen, checken wir zu guter Letzt so auf jeden Fall nochmal Johann ab. Was hat der für uns? Was hat der für uns? Nur für Ruhen hat er natürlich ein paar Gegenstände hier am Start. Von daher würde ich sagen, nö, da hauen wir auf jeden Fall wieder ab. Nehmen natürlich nichts mit, weil das ist so ganz schön heftig teuer. Von daher würde ich sagen, kann er behalten, den Plunder. Holen wir uns später was. Und dann würde ich sagen, checken wir auch erstmal unseren ohne Zahn. Gucken da erstmal rein, was gibt das hier? Was hat der für uns? Alter, ist das bitter. Ich habe auch gedacht, hier können wir mal ein bisschen was abräumen, aber war auf jeden Fall wieder mal ein bisschen bitter, wie ihr sagt. Von daher würde ich sagen, checken wir gleich nochmal hier unsere Sammlung und ich will eigentlich hier schnellstmöglich die Runensammlung vervollständigen, weil die Waldet ist eine Immerflügler-Sammlung und die will ich natürlich fertig kriegen, weil die Waldet ist eine Aufgabe von mir. So, wo haben wir das? Vervollständige zwei Immerflügler-Sammlung. Also das ist die Aufgabe, die wir haben. Von daher will ich das natürlich machen. Aus dem Grund gehe ich hier gleich nochmal rein und lasse natürlich hier gleich noch einen Gegenstand suchen. Ich weiß noch nicht, was nehmen wir, was wollen wir nehmen. Das ist natürlich die Frage. Wir könnten sagen, jo, für 7 Stunden, 10 Minuten könnten wir das hier suchen. Das wäre vielleicht ja nicht so verkehrt. Wir könnten aber auch sagen, für eine Stunde könnten wir hier erstmal weiter suchen. Machen wir das. Lassen den erstmal nochmal für eine Stunde losflattern und lassen uns dann einfach mal überraschen, was so geht, ob wir da am Ende was rauskriegen oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Gut, wie gesagt, meine Drachen habt ihr alle gesehen. Also auf jeden Fall die, die ich jetzt noch pimpen will, die ich zum Titandrache pimpen will bei Valka. Von daher schreibt das einfach mal rein, wen würdet ihr zu Valka schicken? Wen würdet ihr jetzt weiter pimpen ohne Ende, um den schnellstmöglich auf Level Nummer 51 zu kriegen. Also wie ihr sagt, schreibt das mal rein. Wir sind durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.